could be larger than life, bigger than the world, living out the hopes and dreams of every boy and every girl. You could fly higher than the sky, shine brighter than the stars. You could have all you ever wanted, shoot the moon and reach for Mars. You know you could. Yeah, times are changing everywhere. Could be larger than life, bigger than the world, living out the hopes and dreams of every boy and every girl. You could fly higher than the sky, shine brighter than the stars. You could have all you ever wanted, shoot the moon and reach for Mars. You know you could. Larger, larger than, bigger, bigger than, living hopes and dreams, every boy and girl. Could be larger than life, bigger than the world. Ja, schon vorbei das Video aus Singapur. Wow, was für eine Stadt. Unglaublich groß. Sehr, sehr sexy die Stadt. Also rein architektonisch gesehen, wow. Habe ich nicht erwartet. Ich habe schon gedacht, es ist sehr neu Singapur. Sehr viele neue Gebäude. Aber was da an architektonischen Meisterleistungen zu entdecken ist, das ist nur unglaublich. Also ein Traum für jeden, der Architektur mag. Auch ein Traum für jeden, der mit Singapore Airlines fliegt und ein Stopover machen möchte und kann. Das Stopover-Paket, das geht bei $29 los, also unglaublich günstig, inklusive Übernachtung, möchte ich betonen. Da habt ihr dann auch zum Beispiel die Möglichkeit, die Night Safari zu machen, wie ich sie gemacht habe. Und x andere unglaublich viele Sachen. Schaut einfach mal singapoairlines.com, da seht ihr die Möglichkeiten, die es gibt. Ja, ich bin jetzt schon wieder in Bangkok, gerade im Airport Hotel, im Novotel Hotel in Bangkok am Airport. Habe ich selbst bezahlt, trotzdem möchte ich es erwähnen. ich fliege morgen nach Chiang Mai hoch und da werde ich ein unglaublich cooles Programm haben. Ich weiß, ihr wisst noch nicht viel von dem, was da drin steht in meinem Programm. Ich werde euch jetzt mal ein paar Sachen vorstellen, die nächsten Tage kommen. Also, wir sehen einmal die traditional, ich weiß gar nicht, ob ihr das seht bei der Beleuchtung, egal, die traditional Thai Massage Class. Also sprich, ich werde in eine Thai Massageschule gehen und dort lernen, wie man massiert. Dann werde ich im Patara Elephant Park werde ich präsent sein. Ich werde diesen Elefantenpark besuchen, werde den dokumentieren. Dafür habe ich unter anderem, weil Elefanten machen auch Menschen nass, habe ich auf Videos gesehen, meine super tolle Nikon AW1 mit Wechselobjektiv und trotzdem kann man das Ding unter Wasser benutzen. Da bin ich echt gespannt drauf. Ich habe schon ein bisschen rumfotografiert damit, im Flieger etc. Macht Spaß und jetzt bin ich dann gespannt, was sie für Unterwasserbilder macht. Eben, Elefantenpark. Danach kommt eines der Projekte, wo ich gesagt habe, das will ich unbedingt machen und da freue ich mich enorm. Ich werde in einem Tempel leben, in einem Schweigetempel. Sprich, einfach mal die Ruhe genießen und die Fresse halten. Ne? Also, da gibt es ein bisschen Problem. Photographing und Video are not allowed, strictly, so wir müssen schauen, was wir machen können. No talk, no mobile phones, no dinner. What? Naja, dann no writing, no listening radios, no socializing. Tja, das wird hart, aber eine Erfahrung. Ich freue mich extrem drauf, ich freue mich, diese Erfahrung zu machen und ja, zu schauen, was dann noch so kommt. Schauen wir mal. In diesem Sinne, ach ja, etwas habe ich noch vergessen, in Chiang Mai gibt es noch eine Biking-Tour. Auch sehr cooles Ding.
Da bin ich sehr gespannt drauf, habe noch nicht so einen Plan, was mich da erwartet. Bei allen anderen habe ich sehr viele Informationen gefunden, da noch nicht. Da bin ich sehr gespannt drauf. Das nächste Video ungefähr in einer Woche, dann auch wieder Glück gehabt, dann auch wieder mit ein paar Erlebnissen, ein paar Eindrücken, was ich alles so erlebe auf meiner Asien 2014 Reise. Das war die erste Woche und ja, es geht noch bis August weiter, also da kommt noch so einiges an Material auf mich und auch auf euch zu, wenn ihr Lust habt. Reisewerk.ch abonnieren, dann seht ihr die neuesten News. Ach ja, und wenn ihr jetzt noch Bock habt, dann geht ihr jetzt noch entweder hier auf dieses Video, da ist jetzt der A380 zu sehen. Geile Sache, A380 Landung in Bangkok, nicht in Bangkok, in Palma de Mallorca. Oder ihr geht hier hin, das ist das Video aus Dresden, vom Swiss Hotel Dresden. Cool.